Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich habe spontan noch ein Video raus. Zwar eBay-Video, eBay-Format. Einmal im Monat schauen wir uns Pokémon Go auf eBay an. Der Virus ist am Start, der ist überall allgegenwärtig, hat auf alles seine Auswirkungen. Mal schauen, ob er auch Auswirkungen auf den eBay-Market von Pokémon Go hat. Wir fangen erstmal an mit einem Angebot von einem Kollegen, Onkel Olli. Der verkauft nämlich seinen zweiten Account. Ist auch nicht mehr so aktiv. Ihr kennt ja die Down-Phase, die Depri-Phase von allen, inklusive mir. Wobei es mir wieder besser geht. Aber viele Top-Spieler, ich war ja in Regensburg zum Beispiel, zwei der Top-Spieler dort, sehr, sehr klasse Spieler. Das vorletzte Mal, wo ich sie gesehen hatte, waren die so krass mit dabei. Und dann, bam, auf einmal höre ich so, eigentlich komplett aufgehört, nur noch hier und da mal Geschenke aufmachen und so. Und das gilt eben leider für eine Menge der Spieler, die wirklich viel zocken. Keine Ahnung, was da auf einmal los ist. Auch so ein Virus, der Depri-Virus. Auch Olli, Onkel Olli, von dem habe ich meinen Shiny Lucky 100er Kyogre. Und der verkauft oder versucht zumindest jetzt seinen zweiten Account zu verkaufen. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Bisschen Werbung für jeden, wieso nicht. Wir schauen mal rein. Moin Moin. Alle Shinies auf diesem Account sind selbst gefangen. Man kann sie also alle noch tauschen. Das ist natürlich immer sehr wichtig. Der Spielername wurde noch nicht geändert, man kann ihn also ändern. Auch wichtig, blau, alles wurde legal erspielt. Falls irgendwelche Fragen bestehen, gerne fragen. So ist es. Gebote schon mal 3. Nicht schlecht. 52 Euro. Wie lange läuft er noch? 2 Tage nur. Okay. Läuft aus. Mittwoch. Mittwochmittag. Komische Zeit. eBay-Tipp von Hong. Ich habe früher eine Menge Sachen Yu-Gi-Oh-Karten auf eBay verkauft. Lass es so laufen, dass sie irgendwie abends, wo viele Leute zu Hause sind, enden, auslaufen. Und hauptsächlich am Wochenende. 100er Mewtwo. Erstmal nicht schlecht für seinen zweiten Kauf. Shiny 100er Glodon. Also erstmal, das ist ein ziemlich saftiger zweiter Kauf, Mann. 100er Togetic. Aber die 100er an sich jucken ja nicht, weil die bleiben ja nicht 100 beim Tauschen. Aber 96er Shiny Mewtwo ist auch nicht schlecht. 100er Shinox, nicht schlecht. Sehr interessant. Und 100er Alola Knogger, auch sehr nice, Mann. Ich schwör, irgendwann kommt bestimmt so ein Event, IV bleiben gleich beim Tauschen. Und dann lohnt sich der Account. Dann lohnt er sich. 100er Pi für die Babysammler. 100er Pichu. Paar Shiny Rayquaza zum Übertauschen. Shiny Alola Raichu. Kann man machen. Shiny Polenta für die regionalen Sammler. Auch nicht schlecht. Sogar noch Münzen über. Ja, kann man schon machen, oder? Nicht schlecht. Ein kurzer Einblick hier. Gönnt euch. Dem Verkäufer kann man auf jeden Fall vertrauen und interessanter Einblick. So, wir gehen. Pokémon Shiny, das ist noch die Suche vom letzten Mal. Pokémon Go. Die Alga. 35 verkauft. Anzeige. Wen juckt die Alga bitte, Mann? Für Ding oder was? Für Meisterliga. Über 75% verkauft. What the fuck? Wer kauft fucking die Alga, Mann? Fast ausverkauft. Gibt es auch eine Artikelbeschreibung? Ah, hier. Ein Dialga ist das. Für $14. What the fuck? Und fast ausverkauft. Dein Ernst? Das sind alles Anzeigen, das interessiert mich jetzt nicht so. Shiny Common hat ein 10, das ist auch viel zu viel, Mann. Sind wir hier bei. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Shiny Chanera, ein 10er. Party Hut Shiny Gengar, 1,50. Läuft noch 2,5 Stunden. Ist aber an sich auch nichts wert. Praktibulk Shiny. Haha, neu. Das ist doch der von Onkel Olli. Pokémon Go Spoofing Guide. So, das haben wir auch noch nie gesehen. Das haben wir auch noch nie gesehen. For iOS, iPhone only, Shiny Chance. $2. Da verkauft er seine Tipps und Tricks zum Spoofen oder was? Wo ist die Artikelbeschreibung? Artikelbeschreibung. Fast ausverkauft. This is a guide on how to set up spoofing
iOS, iPhone only. After purchase, please message me and I will send you the info on how to spoof safely. Alles klar. Ich dachte, wir haben alles schon auf eBay gesehen, aber das haben wir auch noch nicht gesehen. Anleitung zum Spoofen für 2 Dollar. Zwei regionale nach Wahl für 10, also ein regionales 5 Euro. Schon teuer. Hier alle Gen 5 regionale für 5 Euro. Das Krasse ist, da steht einfach 51 Mal ausverkauft schon. Oder verkauft. Das sind einfach so 250 Mücken. Minus eBay-Gebühren und minus PayPal-Gebühren, aber für nichts, fürs Rumspoofen und dann reinstellen. Schon eigentlich ein richtig saftiges Business. Shiny Krabi, 2,10 Euro, 3 Gebote. Läuft noch 2,5 Stunden. Für wohltätige Zwecke, what the fuck? Was? Ordo, 4 Euro. What the fuck? Ordo ist nicht so selten, dass es 4 Euro wert ist. Das war selten, aber nicht so selten. Regi Gigas, 12 Euro. Alter, ich biete euch einen Regi Gigas für 5 Euro. So viele, wie ich gemacht habe. Aber stimmt. Momentan gibt es die nur in den X-Rates, also wenn, dann sollte man sie jetzt verkaufen. Oh mein Gott. Pokémon Go 50 Kilometer Wochenbelohnung. Was passiert hier? Keine Stops werden gedreht, Eier, die im Brüter sind, werden ausgebrütet, Kumpelbonus werden gesammelt, 2 Stunden vor Übergabe der Accountdaten nicht im Spiel sein. Boah, Accountdaten hergeben. Würde ich niemals machen, vertraut dem nicht. Am Ende nimmt euren Account, ändert das Passwort und dann stellt er den Account auf eBay ein. Außerdem gibt es so 100 Kilometer Belohnung, ISO 50. Außerdem könnt ihr euch einfach diese Schaukel kaufen und da euer Teil reinlegen, euer Handy und dann macht ihr easy. Außerdem gibt es noch so eine App demnächst. Vielleicht sogar morgen oder übermorgen Video dazu. Da kann man einfach seine Kilometer faken. Habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich noch machen, bevor ich das Video mache. Nicht wirklich irgendwas Neues, irgendwas, was mich interessiert. Ho! Erstmal 29 Mal verkauft. Pokémon Go Team Rocket. Spezialforschung jeden Monat Stufe 1 bis 5. Machen die dir wahrscheinlich. Für 6 Pfund. Für 6 Pfund machen sie dir einfach jeden Monat. Die Spezialforschung. Pokémon Go, Looming in the Shadows, Special Research. This month's reward, Shadow Raikou. Please read, you must complete Stage 2, spin a Pokestop for 5 days in a row yourself. Okay, ab Stufe 2 erst. 100% slash ban free, or Shadow Pokémon catchers will be kept. Chance of rare Shadows such as Charizard, Gyarizard, etc. Choose your stages from the drop down box. You will need a decent team to beat the bosses, so we have something to work with. Message us for more information. Nach der Navi will message you 3-4 Tage, bis sie es geschafft haben. Alter, ich mache euch das an einem Tag. Usually done same day, unless we have a queue. Okay, verstehe. Alter, was alles verkauft. Und das wurde 72 Mal verkauft. 72 mal 6. Moment. Könnte ich zwar im Kopf rechnen, aber wir sind im Jahre 2020. 432 Dollar. Pfund. 432 Pfund. Junge, Mann. Ich hätte ein eBay-Business aufmachen sollen. Direkt als Pokémon Go 2016 rauskommen. Nur rumspoofen und die ganzen Businesses da anbieten. Dann auch noch alles schön schwarz. Nix anmelden. Ein Ding. Milzer für 9 Euro. Ist okay. Ah, 10 Milzer werden dir gefangen. Oder getauscht. Für 9 Euro. Hey. Das ist ein gutes Angebot. Achso. Plus 97 Versand. What the fuck. Was ist das, Mann? Das ist auch interessant. Wer ist denn nochmal? Irgendwas mit Z. Für 10 Euro ist schon teuer. Aber den kriegt man gar nicht so oft, dementsprechend, wie gesagt, 10 Euro oder 9 Pfund ist halt zu viel. Aber den kann man echt sich überlegen, den zu kaufen, weil den haben echt nicht viele. Shiny Pionskoga, 10 Dollar. Ein paar interessante Sachen sind schon mit dabei. Was haben wir denn sonst noch hier so?
Oh, Flampion. Wobei heute ist sogar einer wild gespawnt, also so selten ist er gar nicht. Aber schon interessant zu sehen, 60 mal verkauft und sowas. 60 mal 3,35 Euro sind Minimum 180 Euro plus diese 35 Cent nochmal. Hätte man echt ein Business aufbauen sollen. Ich schwöre. 10 iPhones oder so kaufen, oder Handys allgemein. Ich weiß nicht, was besser zum Spoofen ist. Android oder iPhone. Und da dann einfach, was heißt 10? 20? Irgendwie noch so einen Werkstudenten einstellen. Und da den ganzen Tag einfach nur rumspoofen. Sachen kaufen, fangen, Sachen machen und dann die ganzen Services verkaufen. Alter, das hätte ich echt 2016 starten sollen. Keine Ahnung, wieso ich auf einmal dran denke. Accounts hochziehen und verkaufen, Services anbieten. Schade, die Zeit ist vorbei. Hätte man machen können. Mit den TBT-Jungs. Alter, wir hätten ein Business aufbauen können. Alter, schaut mal. 108 Mal verkauft, Relikant. 5 Euro das Stück, das sind einfach 500 Mücken. Was? Serpifoy? 74 Mal verkauft, also die Entwicklung. What the fuck? 100 Candies ihrer Wahl, 5 Euro. Auch nicht schlecht. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt ein bisschen hier durchgeschaut. Ich wahrscheinlich ein bisschen gecuttet. Hier und da ein paar Angebote, aber an sich auch nichts, was in mein Auge hier sticht. Jedes Shiny wird halt hier irgendwie irgendwo angeboten. Die würden mir sogar fehlen noch. Fritze Blitz und Vulcano. Aber ich brauch's ja eh nur Lucky, also. Mir hilft das nicht wirklich weiter. Sogar der hier. Neu aus der neuen Liga. 5 Mal? Vorbestellung. 5 Mal ist nicht schlecht. 5 Mal für 3 Euro. 3,36 halt. Das ist ein gutes Angebot. Ansonsten an sich nichts allzu Interessantes. Wir haben schon, glaube ich, eine Menge Sachen heute gesehen, die neu waren und überraschend. Shiny Hippo, 11 Euro. Vor allem dieses, was schon verkauft wurde, hier 17 Mal, was ist das? Incognito Ausrufezeichen. Ja, den habe ich auch sehr oft gehabt, also hätte ich auch verkaufen können. Dann hätte ich 17 mal 99, 7, 63, 153 Euro machen können. Stattdessen habe ich sie einfach weggeschmissen, also ja, was für eine Verschwendung, wenn man so drüber nachdenkt. Naja, das war's von dieser heutigen Folge. Ich glaube, das reicht erstmal, Leute. Schon interessante Angebote. Irgendwie hatte ich echt Bock heute, selber so ein Business zu starten. Hätte ich das mal 2016 echt gemacht. Das wäre ein nettes Nebeneinkommen gewesen. Wahrscheinlich mehr, als ich mit YouTube gemacht habe. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgen auf Instagram, Facebook, Twitter. Bleibt vorsichtig, passt auf euch auf und ihr wisst Bescheid, Pokémon ist hier das Business.